Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Dark Souls. Ah, mach mal die Maus hier weg. Ja, ich habe den Patch immer noch nicht installiert. Ich kann nichts dafür. Es ist 11 Uhr nachts des Vortages, wo dieser Part hier kommt. Aber ich meine, hallo, die WM ist gerade und ich habe das Spiel jetzt wegen der WM unterbrechen müssen. Und naja, und nee, ich meine umgekehrt. Ich habe die WM, wegen dem Spiel unterbrochen. So war's. Ey, hör mal auf hier. Muss ich das jetzt nochmal machen, weil der so auf mich losgegangen ist? Moment, jetzt muss ich mal nochmal gucken. War da nicht irgendwas mit einem Kommentar von wegen, ich soll da nochmal irgendwie eine Menschlichkeit reinbomben, um das Leuchtfeuer weiter zu entfachen? War doch irgendwas, oder? Hab ich doch gelesen. Machen wir mal nochmal. Entfachen. Keine Menschlichkeit. Hab keine Menschlichkeit mehr. Gibt's keine mehr. Ach, egal. Komm, das packen wir schon. So, und jetzt legen wir los. So mit ein bisschen Skill oder sowas in der Art. Schön wäre schon. Genau, wenn das klappen würde. Danke nochmal an die ganzen vielen Tipps, die ich bekommen habe. Wegen Skillen und so weiter. Und auch generell, was ihr mir noch an Tipps gegeben habt. Ist zwar ziemlich viel auf einmal wieder gewesen. Aber das hilft nicht. Da müssen wir durch. So, jetzt hat es mir geheißen, ich soll irgendwie die Treppe runter und dann links. Hallo, was willst du jetzt hier von mir? Ja, der blockiert ja voll. Na, hau mich, komm, schlag mich. Schlag mich, gib mir Tiernamen oder so ähnlich. War da noch einer? Nee, passt schon. Der hat mich jetzt ein bisschen erwischt. Naja, gut. Irgendwie eine Treppe runter und dann links. Ach, hier vielleicht? Nee, es ist nicht, ne? Nee, das war's nicht. Keine Ahnung, da muss irgendwo ein Händler sein, von dem ich wohl nichts weiß, von dem ich irgendwie nicht gesehen habe. Vielleicht hier. Lass uns mal gucken. Jetzt gehen die hier voll mit Schild hierher. Ihr seid doch langweilig. Euer Schildzeug mit dem Schild. Das mach doch ich schon. Mach mir alles nach. Was sind da jetzt ernsthaft drei Stück auf einmal? Das finde ich jetzt nicht so feierlich. Hallo? Ja. Das war jetzt aber fein. Na super. Okay, also das Ganze nochmal von vorne. Schon wieder ein Tod, dann dürfen wir jetzt genau 13 Tode haben. Das reicht doch für das ganze Spiel, oder? Können wir doch jetzt mit den Toten aufhören? Fände ich voll klasse. So, dann gehe ich jetzt wieder auf mich los. Bam. Und dann gehe ich jetzt auf den los. Bam. Und der will jetzt auf mich schießen und ich wollte gerade noch ausweichen. Hab's aber leider nicht mehr geschafft. Schade. Wäre schön gewesen, wenn ich ihm jetzt ausgewichen wäre. Aber ich sehe da unten schon meine Punkte. Na gut, ich räume vielleicht erstmal hier die auf. So, jetzt will ich hier mal mit dem starken Angriff, weil den finde ich cool. So, ist der hin. So, dann kommt hier der nächste. Yay, und ich gehe auf den los und wir werden den killen und der ist hin. So. Ah, sehr schön. Jetzt ist hier doch gerade kühl geworden, aber kaum, dass ich wieder am Kämpfen bin, ist es hier irgendwie schon wieder voll heiß. Ich finde das nicht feierlich. Ich habe es mir gedacht, ich hätte den hinter mir da wegräumen sollen. So, jetzt geht mal her. Wen nehmen wir denn? Als erstes. Okay. Das Schlimme ist ja... Okay, dass die hier beide voll... Wow! Ich habe gerade nicht blockiert gehabt. Mama, hier, diesen. So, jetzt komm her. Trau dich. Was? Wieso hat der nochmal? Ich habe da nur einmal drauf geklickt. So, und nochmal. Ist er hin? Oh, der ist hin. Der ist hin. Und der hat was. Weil da liegt was. Höhlensoldatrüstung. Okay. Komm. So, komm her. Ja, ja. Schlag mich. Komm. Gib's ihr. Oh, Mistekacke. Da geht er voll auf mich los. Warte mal. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich keine Ausdauer mehr habe. Aha. So, jetzt habe ich wieder Ausdauer. Jetzt schaffe ich das. Komm, mach die Deckung auf. Geh auf mich los. Danke. So. Nochmal. Und nochmal. Komm. Boah, wie der ist ausgewichen. Ziemlich mistig, wenn er ausweicht. So, jetzt ist er auch hin. Okay. Alles klar. Haben wir den jetzt auch? Und ich schaue, es ist ziemlich schlecht um mich bestellt. Finde ich schon wieder klasse. Ah, ich möchte ja nur ein bisschen Seelen sammeln, dass ich diesen komischen schwarzen Ritter irgendwie besiegen kann. Weil ich glaube, dafür sollte ich noch ein bisschen stärker werden. Ja, und vor allem sollte ich dafür vielleicht eventuell mich dann noch skillen und so. Ja, Menschlichkeit darbieten. Bitte, danke. Aber bringt mir ja jetzt nichts, ne? Weil jetzt habe ich hier, ich kann ja nicht
Können wir mal aufsteigen. Ach so, aber das bleibt so. Okay. Eine Beweglichkeit möchte ich auf alle Fälle auch machen. Und was war das andere? Muss ich mal nochmal gucken. Kondition. Genau, Kondition möchte ich hochschrauben. Genau. Kondition, Beweglichkeit und Vitalität. Das wären jetzt die drei Punkte, die ich jetzt im Moment ein bisschen anpeile, die jetzt erst ein bisschen hochzuwerten. So, jetzt müssen wir hier natürlich wieder aufpassen, weil die kommen ja dann jedes Mal wieder. Finde ich immer ganz witzig. Was du kannst, kann ich auch. Boah, wir sind dann ausgewichen und gleichzeitig sind wir den... Scheiße, den anderen ausgewichen, der mir gerade in den Rücken geschossen hat. Klasse. Komm, hier weg mit dir. Danke. So, in der Käse. Lass mich doch in Frieden. Jetzt habe ich hier schon wieder einen Pfeil mit dabei. Rufsymbol berühren. Aber, nee, Mama. Ja, lass mich doch in Ruhe. Nee, ich weiß nicht, ob ich das will. Weiß nicht so recht, ob ich das will. Ich weiß auch noch nicht mehr, wer das ist. Ist eh schon weg. Ja, was? Ich meine, wie war da? War doch irgendwas mit Gelb und mit Rot. Und das eine ist schlecht, das andere ist gut. Da war doch irgend sowas. Nee, danke. Ich lasse das mal lieber. Hinterher bereue ich es nur. So, jetzt ist wieder irgendeiner, der mit seinen blöden Flakons wirft. Was zur Hölle? Wer ist denn das hier? Ich warte. Wartet mal. Ich habe schon wieder mal nicht anvisiert. Ich merke schon. Das war mein Fehler. Naja, lass mich doch in Ruhe. So, wer ist denn das jetzt hier schon wieder? Lass mal auf die losgehen hier. So. Ist ja ziemlich übel. Ich gehe mit den Oysters-Flakonen jetzt gerade nicht unbedingt sonderlich sparsam um, merke ich schon. Stell mich gerade ziemlich dämlich an. Wer ist denn das, der da jetzt die ganze Zeit von oben... Ist das von oben? Ist das da oben? Ach, da oben steht der und wirft runter. Alles klar, verstehe. Dann lass ich mal nochmal kurz die Gegenstände auswählen. Da haben wir nichts Neues, aber hier haben wir jetzt hier. Okay. Was war denn das andere gleich wieder? Das Schlimme ist, ich weiß nicht, für was das 23, 17 und 10 steht. Feuerabwehr, ist es das? Rot ist scheiße, ne? Blau ist gut. Ja, weiß ich ja nicht so recht. Dass dann gut ist, ich kenne mich doch nicht aus. Ich lasse das jetzt erstmal. Ich werde mir das mit dem Händler dann einfach mal anschauen. Ja, wir holen jetzt einfach erstmal ein kleines bisschen Seelen. Ist jetzt nicht viel, was wir holen, aber es ist immerhin etwas. Und es reicht uns, um hinterher wenigstens wieder ein bisschen zu skillen. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dann schießt der jetzt wieder hier auf uns. Ach, so, schau hin, sogar ohne Schaden. Haben wir gut gemacht, ne? Bin ich fast ein bisschen stolz auf mich. Was, wo haut denn der andere da unten hin? Da war jetzt schon wieder so ein Rufsymbol. Was? Wo kommst du schon jetzt wieder her? Hör doch mal auf hier. Geh weg da. Schleich dich. So. Und da oben? Schmeißt von da oben runter. Ach, da oben ist er. Ich sehe schon. Nee, das war das nicht. So. Nee, du bleibst mir fern. So. Das hat auch ganz gut geklappt. Hier sollten wir mal kurz aufpassen, weil mit Blockieren ist nicht, wenn die Ausdauer ziemlich mistig ist. Aber gut, wir haben das eigentlich ganz gut geschafft jetzt hier. Gut, lass mich mal spekulieren. Ich habe das... Wie war denn das nochmal? Nee. Ah, so war Rennen. Und so war Springen. Das war nur die Rolle. Ach, das Springen habe ich wieder irgendwie voll verlernt. So, Springen, okay. Naja, gut. Es haut zumindest ein bisschen hin. Sondern da war irgendwas mit einer Treppe nach unten. Ja, werden wir schon irgendwie rausfinden. Ja. Alles ist gut. Ach, wir sollten vielleicht wieder fixieren. Ich vergesse das immer mit dem Fixieren. Und ich soll nicht Button smashen. Ah, irgendwas mit links. Wo waren links nochmal, ne? So. Ui, stimmt ja. Da versteckt sich ja der hier hinten. Den habe ich ja fast wieder vergessen. Soll er es auch hin? Plündern? Kurzschwert? Was gut ist? Ich meine, wir könnten mal gucken. Gegenstände? Was zur Hölle haben wir denn hier schon wieder alles? Nee, lassen wir mal. Wo ist denn dann der Händler? Irgendwas mit Treppe runter und dann links. Da beim Feuer Treppe runter und dann links. Ja, das ist, wenn man sie so gut hier auskennt wie ich, ist es nicht unbedingt toll.
Das ist jedenfalls, glaube ich, voll falsch. Bin mir nicht sicher, aber wir schauen uns einfach noch mal ein bisschen um. Ich sage ja, wir müssen sowieso ein kleines bisschen trainieren. Ach, ich sollte vielleicht erstmal den Feuerteufel da oben wegbekommen, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. Wäre ein Vorteil. Schalten wir jetzt mal aus. Der ist doch da oben, oder? Moment, hier geht's doch auch hoch. Ah, da ist er auch. Da ist auch schon. Ah, da ist das hier. Das ist gerade mistig. Ich muss erst den Feuerteufel ausschalten. Das war der Feuerteufel, oder? Das war knapp. Habe ich das geschafft? Boah, ich habe es geschafft. Wow. Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Seele. Verlorener Untoter. Ist doch gut. Und hier auch nochmal. Brandbombe. Klasse. Da unten brennt Feuer. War da nicht irgendwas mit einem Feuer? War aber nicht dieses Feuer da unten gemeint, oder? Wie komme ich denn an dieses Feuer ran? Ich habe doch keine Ahnung. Will es auch gar nichts wirklich ausprobieren. Hinterher ist es falsch. Warte, lass uns mal hier lang gehen. Da geht es mir zu tief runter. Da will ich nicht runter. Da oben ist jetzt einer. Ja, der schmeißt Brandbomben. Klasse. Ja, ich wollte doch gerade springen. Ach, komm schon. Das war doch irgendwie so. Ach, Moment, hier geht's auch noch weiter runter. Autsch. Aber immerhin, es ist nach unten gegangen. Dann müssen wir den da oben mit der Brandbombe erstmal loswerden. Wow. Hat funktioniert. Und wer geht gleich nach hinten los? Es ist scheiße, wenn du die ganze Zeit anvisierst. Was denn? Hör doch mal auf hier. Was visiert denn die auch die ganze Zeit an? Ich habe ein paar Mal gedrückt, dass sie nicht anvisiert und trotzdem hat sie anvisiert. Ah, okay. Na, aber ist nicht so schlimm. Schaffen wir deswegen genauso. Irgendwie. Immerhin haben wir ein bisschen was gesammelt. Auch schon mal was wert. So. Ja, ja. Du halt wieder, ne? Kennen wir ja schon. So. Und auf den gehen wir einmal mit dem starken Angriff noch los. So, dann haben wir hier jetzt keinen einzigen Punkt abgezogen bekommen. So. Okay. So, der ist auch hin. Boah, wie die hier immer rumschießen mit dem Feuer. Das ist doch schier unglaublich. Ist da jetzt keiner mehr? Da war doch noch einer, ja genau. Denkt ihr doch, dass da sich doch immer einer versteckt dahinter. Ja komm, einmal darfst du und dann darf ich so. So ist es doch fair. Du darfst einmal, ich darf einmal. Sehr schön. Gut, jetzt machen wir hier nochmal. Ach, das sind die beiden Idioten hier wieder. Vielleicht habe ich hier eh noch nicht so wirklich umgeschaut. Hallo, wird das mal... Okay. Ja, das war wohl nix. Das hat's mit X oder so ähnlich. Was zur Hölle? Das wollte ich nicht. Wie war denn das mit dem Rollen gleich nochmal? Ach, das war doch mal nicht laufen und dann B. Nee, das war's nicht. Laufen wir auch gar nicht hinterher. Ah ja, jetzt habe ich noch einen genommen. Ich wollte eigentlich noch mal einen nehmen. Wie war denn Laufen gleich nochmal? Rollen. Ich bin irgendwie zu dumm dazu. Das war das Zuschlagen. Ach so, man sollte es einfach nur einmal drücken, dann wird es schon funktionieren. Ah, verstehe. Okay, na gut, dann können wir es ja jetzt nochmal versuchen. Das ist mal eine Chance. Was zur Hölle? Jetzt hört er mal auf. Das Problem ist, wenn der einer von beiden auf mich losgeht, macht er meine Deckung auf und dann kann der andere draufhauen. Ja, so wie jetzt halt. Jetzt habe ich mal selbst meine Deckung geöffnet. Ja, ich lerne. Ich lerne noch. Es dauert noch ein bisschen. Ich muss immer noch lernen. Dauert halt auch ewig, bis die ihr Schild wieder hochnimmt. Das ist mein Problem. Hallo? Mach mal.
So, jetzt an der Schluss hier. Hätte ich jetzt zwar wieder beinahe verloren, aber naja. Ich muss meinen ganzen Krempel dann wiederholen. Ist ja klasse. Was ist da unten? Egal. Will ich jetzt gar nicht wissen. Ein Händler finde ich ja, sowieso wieder nicht. Kenn mich doch. Das ist nur diese Tür. Ich muss dann diesen Feuerdeppen irgendwie loswerden. Das könnte jetzt wieder ziemlich brenzlig werden. Ich habe nur noch ein äußeres Flakon. Was zur Hölle? Ich sterbe wieder. Ah, ich liebe es. Was ist denn heute los? Ich habe immer das Gefühl, es wird besser, dass ich allmählich das Ganze ein bisschen verstehe. Und im nächsten Moment stelle ich mich total saudämlich an. Es ist aber auch ziemlich blöd, gegen drei auf einmal antreten zu wollen. Das sollte mir eigentlich auch klar sein. So. Lass mal den mal hier wieder schießen. Also, nein, es ist scheiße, wenn ich dem im Rücken zudrehe. Schlechte Idee, wenn der mit Pfeilen auf mich schießt, wenn ich den dann im Rücken zudrehe. Aber gut, das muss man halt auch lernen. Irgendwie muss man es ja lernen, welche Fehler man so hat, ne? Oh, und jetzt renne ich natürlich auch noch Vollgas ins Feuer rein. Ja, nee, ist klar. Was denn? Wie war das mit dem Rücken zudrehen? Ist scheiße. Wo ist denn jetzt der eigentlich mit dem Feuer, dass der die ganze Zeit hier auf mich losgeht? Das hat beim letzten Mal noch so super toll funktioniert. Och nö, das heißt ja jetzt auch, dass mein ganzes Zeug weg ist, weil ich ja wieder gestorben bin. Och nö. Ja, das ist ja dann voll fail, diese Folge. Da will ich ja gar nicht mehr. Och Mensch. Okay. Ist immer so geil, was der für einen tollen Rückstoß bekommt, wenn er einmal auf mich losgeht. Was denn? Kann ja nicht sein, dass der noch so einmal abschießt. Sich so denkt, ach ja, da schießen wir jetzt einmal ab. Höhlensoldatenhelm. Gut, das wiederum könnte interessant sein. Mal ganz kurz gucken. Ja. Nee. Ich weiß es nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal. Mit dem Thema muss ich mich nochmal ein bisschen genauer beschäftigen. Was da jetzt gut und was da jetzt schlecht ist. Da oben ist auf alle Fälle der mit den Brandbomben. Ich habe ihn schon gesehen. So, jetzt machen wir die nochmal anständig. Also, da geht jetzt einer auf mich los. Es gehen zwei auf mich los. Und ich habe geschlagen, ich Depp. Gut, der ist down. Warum ist jetzt diesmal nur einer hier drin? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich meine, ich habe jetzt kaum mehr was, weil ich zu oft gestorben bin. Ach, da ist der dritte. Ach, das ist wieder so einer, der so krass blockiert. Jetzt verstehe ich's. So, den haben wir. Okay. Ich muss einfach jetzt nur ein bisschen routinierter vorgehen. Wobei das gar nicht so leicht ist. Jetzt holen wir uns hier die beiden hier drinnen wieder. Komm, mach einmal. So, der ist hin. Und dann wartet hier doch auf der Seite auch nochmal einer auf mich. Genau, die weiß ich ja mittlerweile schon fast auswendig. Oh, oh, da kommt gleich ein Nieser. Sag ich doch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hasse die Pollen. So. Haben wir das also. Und da oben warten jetzt auch nochmal welche auf mich. Boah, so viele auf einmal. Ah, der mit den Brandbomben. Wartet mal, den schaffen wir schon. Komm, den hier will ich jetzt erstmal mit den Brandbomben, weil der macht mir am meisten Probleme. Und wieder drehe ich den Rücken zu. Und wieder mache ich die Verteidigung auf, bevor ich ihn killen kann. Ach, ich finde das ganz grausam, wie ich mich teilweise anstelle hier. So, jetzt gehen wir mal hier rein, verschlossen. Okay, dann war hier irgendwas mit Treppe runter. Hier ist eine Treppe runter. Und das wäre so ein bisschen links. Vielleicht ist das richtig. Nein! Da ist... Ach, da oben ist doch der mit seinen Pfeilen. Stimmt, ich muss erst den mit den Pfeilen da drüben killen. Weil mir der sonst hier zum Verhängnis wird. Ach, das war ja der Bach hier oben. Dass er ja da so lustig festhängt.
Okay, komm, das schaffen wir jetzt noch. Wäre doch wohl gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sterben wir wieder hier. Wenn ich nicht rechtzeitig mich in Sicherheit bringen kann. Komm, das schaffen wir jetzt. Sind die jetzt wieder abgehauen? Nee, da ist er. Komm rauf hier. Nein, komm rauf. Komm rauf, trau dich. Komm. Der hat mich übel erwischt. Oh Gott, schnell. Schnell parieren. Okay, gut, komm. Komm rauf. Jetzt steht er da unten und backt da unten fest. Das ist doch genial. So, jetzt schauen wir mal. Sollten wir jetzt eigentlich ganz gut hinbekommen. Ist ja nur eh der eine, oder? Ist ja nur der eine jetzt hier. Komm. Und geschafft. Okay, der ist jetzt auch weg. Es würde... da ist doch dann der eine. Ist noch einer. Komm. Der traut sich jetzt nicht. Ja, das ist natürlich dein Fehler, wenn du da... Ach, da ist immer noch. So, jetzt aber. Oh, ey, Wahnsinn. So, nun? Das waren jetzt die von hier unten. Verstehe. Hier ist noch eine Kiste und da unten ist der schwarze Ritter, ne? Will ich gar nicht hin. Wow! Das war jetzt nicht ernst gemeint. Lass mich mal wieder... Komm, lass mich zum Leuchtfeuer zurücklaufen. Ich weiß nicht, wo der Händler ist. Das ist mein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. So, hier haben wir gerade eine miese Framerate. Lass das nochmal als eine Lehrstunde durchgehen, diese Folge. Weil das, also das Erzählen darf man ja keinem, wie ich mich hier angestellt habe. Wirklich wahr. Das darfst du niemandem erzählen. So, setzen wir uns mal hier wieder hin. Aufsteigen können wir aber weiterhin, indem wir nochmal eine Kondition erhöhen. Ist ja auch mal nicht schlecht, sind wir zumindest schon mal besser. Aushöhlen können wir nicht mehr, weil wir keine Menschlichkeit mehr haben, weil wir schon wieder zu oft gestorben sind. Ist ja klasse. Okay. Ich muss mir den Schlachtplan überlegen, wie wir das nächste Folge machen. Ob wir noch ein bisschen trainieren. Ich sollte vielleicht wirklich noch mal ein bisschen den Kampf trainieren, dass ich ein bisschen besser klarkomme damit. Naja, da werden wir schon hinbekommen. Ich verabschiede mich jedenfalls an dieser Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.